Hallo und herzlich willkommen zurück beim Beagle. Ich habe in der letzten Aufnahme beim Durchgucken gemerkt, dass ich den Limiter, ich glaube es ist der, ein bisschen hoch eingestellt habe, sodass mein Lachkrampf sehr weggeschnitten war. Ich gehe da halt voll in den roten Ton rein, was okay ist. Im Moment muss ich das Mikro dank Raumbedingungen nah am Mund haben. Das ändert sich dann hoffentlich bald. Aber sollte jetzt ein bisschen besser eingestellt sein. Ihr seid ja alle so super gnädig mit mir und das finde ich so toll. Ich hätte nicht besser starten können. Hätte ich das vor ein paar Jahren, der blinkt's doch, ich bin mir so sicher. Ja, gerne. Wenn das eine bessere Pistole ist, gerne. Ich hätte mit keiner besseren Community starten können. Hätte ich es vor ein paar Jahren gemacht, ich glaube, ich hätte vielleicht nicht durchgehalten, aber mit euch so richtig gerne. Huch! Mit euch nicht. Nicht mit Eddies Männern. Eddies Männer haben hier kein Recht auf Existenz. Diese kleinen Moorhühner. Laser? Oh. Okay. Nee. Wo denn? Oh, die sind jetzt auf einmal voll Hightech hier ausgerüstet. Was ist denn los? Treibt ihn raus, sagt er da. Oh, what? Also hier ist gerade ein Parameterwechsel gewesen, den ich jetzt irgendwie nicht so ganz mitbekommen habe. Das ist eine Granate. Wie soll ich denn so schießen? So. Das sind doch jetzt richtige Söldner. Also nicht, dass die besser werden als die Moorhühner. Aber doch ein bisschen besser sind sie schon. Die halten vor allem mehr Kopfschuss aus. Keine Ahnung, wie das geht. Nein, 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 nein. Ist okay. Oh. Guck mal, der hat einen Laserpointer. Oh, nein, nein, Nate. Nein, 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 nein. Ich wollte gerade sagen, der hat einen Laserpointer und ich überlebe. Treff. Nee, so geht das auch nicht. Oh, wie fühlt sich das an? Oh, oh, geil fühlt sich das an. Ah, das kann man jetzt auch falsch verstehen. Roman und Navarro können nicht sein, wenn die Hescher hier beim Tor sind. Warte mal, was? Wir haben definitiv einen Waffenwechsel hier durchlaufen. Angefangen in diesem Saal mit der M4 und jetzt dieser besseren Pistole. Ist auch ehrlich nötig. Das sind, wie ihr seht, jetzt Söldner mit schusssicheren Westen und so. Dagegen sind Eddies Jungs ja ein Witz. Warum dieser Roman, oder wie er jetzt hieß, extra Eddies Männer oder beziehungsweise Navarros Männer eingestellt hat, um dann aber seine eigenen Männer hier zu haben, das ergibt für mich gerade noch keinen Sinn. Vielleicht habe ich es aber auch noch vergessen. Vielleicht erwähnen sie es auch noch. Das ist so ein bisschen Geldverschleuderung, so, ne? Ich höre. Die Bibliothek sichern. Lass sie nicht zu Sullivan. Ja, Sir. Der Alte ist im Osten des Anwesens an der Arbeit. Wir hätten ihn gar nicht mitnehmen sollen. Ich trau diesem Typen nicht. Ja, ist doch besser so. Oh! Scheiße, falsche Waffe hier. So macht man das, Leute. Wusstet ihr das noch nicht? Komm, wir gehen runter. Boah, hier drüben. Ja, ja. Okay. Okay, und ah! Oh, ins Knochenmark hinten rein. Das tat wirklich weh. Müssen wir uns das jetzt nochmal? Okay. Jetzt haben sie mich auf einmal sofort gesehen. Nein, 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 nein. Ganz entspannt. Nicht grau werden. Elena, machst du eigentlich irgendwas? Ah! Da leidet er. Nate? Sag mal, ich kann jetzt, weil. Hier ist so eine Suppe in der Luft. Ja, ja. Nein, nein, nein. Nee, das geht so nicht tatsächlich. Ich muss irgendwie erst in Deckung und dann gucken, dass ich die gekillt kriege.
Ist okay. So. Ah, nein, was mache ich denn hier? Blödsinnsmove. Ich mache hier Blödsinn. Ich mache hier richtig heftig Blödsinn. Ja, ist okay. Wo schießt du denn hin, gute Frau? Wo schießen Sie hin? Wenn ich so mal was treffen würde. Na, kommst du raus? Komm schon. Ah, komm schon. Er will nicht. Doch, er will. So. Wie mache ich das denn jetzt schlauerweise? Ich gehe runter und hier ist aber auch nirgendwo sonst irgendwas, um in Deckung zu gehen, oder? Das ist doch bescheuert. Okay. Helm ist anscheinend doch nicht so sicher, ne? Boah. Oh, toll. Oh, da. Nein, das war daneben. Scheiße. Jetzt habe ich fast schon Schreck gekriegt. Aber die Desert ist schon eigentlich cool. Ich kann mich. Soll ich die Desert? Ich nehme die Desert mit. Die ist zumindest One-Shot, so wie die Vess. Ach, ich kann mehr mitnehmen. Ich kann 10 mitnehmen. 10 sind gut. Nate, ich habe ein ganz mulmiges Gefühl hier. Ich weiß, ich auch. Finden wir Sullivan, dann hauen wir ab. Okay. Ich behaupte, die lassen uns hier nicht einfach so laufen. Sag ich doch. Alter, what? Das war jetzt nicht übertrieben oder so, ne? Sag mal. Wo denn? Man hört ja auch, dass wir nichts hören. Boom. Aber. Ah, was? Okay, den habe ich. Ich bin mir aber sicher, dass mir hier einer entgegenkommt. Sag ich doch. Ah, ich weiß, warum ich eigentlich... Ah! Ist er jetzt tot? Oh, das ist ein Shotgun-Hani. Den will ich unbedingt tot sehen. Die ist, glaube ich, kein One-Shot. Kann das sein? Weil sonst hätte ich doch... Oh, scheiße, Mann. Oh, hätte ich mal die andere behalten. Kann ich nochmal zurücklaufen oder ist das Tor jetzt zu? Ja, ist klar. Okay. Ja, da fehlt Mauer. Warum fehlt denn da Mauer? Elena, was machst du denn da? Ich soll die Frau beschützen, haben sie gesagt. Ich soll sicher mit ihr umgehen, haben sie gesagt. Und dann rennt sie einfach in die Schusslaufbahn. Ich sehe den. Ach, da oben. Da, ich sehe den von hier einfach nicht. Na gut. Das ist okay. Damit kann ich leben. Ah. Okay. Da oben. Nee, doch nicht. Wo denn da oben? Jetzt ist wieder zu dunkel für mich. Wie ist das möglich? Ja, ja, ich weiß. Ihr auch. Scheiße, ich bin schon wieder knapp beim Mund. Okay. Muss da, glaube ich, hinlaufen. Nichts. Okay. Ja, ja. Okay. Nee, habe ich nicht. Dann mache ich dich da oben noch platt. Shit. So. Jetzt gucke ich mal, was ich hier einsetze. Nee. Aua! Okay. Jetzt habe ich wieder Schuss. Ist gut. Irgendwo hier doch, oder? Ja. I don't know. Ich bin mir gar nicht sicher. Egal. Weiter. Ah! Ich kann. Heftig Munition einsammeln. Sag mir nicht. Ja, ist okay. Nee, sorry. Oh! Ah! Oh!
Aua! Nein, 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 nein! Puh! Das hätte ordentlich ins Auge gehen können. Das. Wieso soll ich denn jetzt einen Tipp kriegen? Warum? Gib mir doch eine Chance, den Raum zu durchsuchen. Also, die Tipps sind schon eigenartig gemacht. Ich will doch für meine Elena Schätze finden. Also, da läuft sie mit mir mit. Ja, Schätze, Schätze, Schätze. Ja, Spiel ist gut. Ich glaube, man kann die auch ausstellen, die Tipps, aber naja. Ist okay. So hin und wieder ist das ja auch gar nicht verkehrt. Zack. Ja, ja. Jetzt übertreiben sie ein bisschen. Danke. Danke, Kamerawinkel. Danke. Boom. Also, wenn hier noch jemand am Leben war, kann ich ihn jetzt töten. Dann bin ich mir recht sicher. Der ist tot. Okay. Wo muss ich denn genau hin? Nicht hier. Zip. Nee. Kann ich einfach da runterspringen? Ist es das, was die von mir wollen? Ja, kann ich. Okay. Das war zu einfach. Einfach irgendwo fallen lassen in Uncharted? Ja. Ist immer so eine Sache, ne? Da ist ein Schatz. Nee, das ist Munition. Jetzt locken sie mich und dann war das gar kein Schatz. Ah, da habe ich ihn jetzt falsch gemacht. Was? Warte mal, irgendwas ist doch... Mache ich jetzt was falsch? Jetzt könnte ich einen Tipp gebrauchen. Hä? Okay, warte mal. Nee, das geht nicht. Okay. Hä? Ich kann nicht so recht... Nicht schlecht, ne? Hat uns das irgendwas gebracht? Ich frage für einen Freund. Ich glaube, es sieht doch schon wieder so aus, als würde gleich die Hölle los sein. Sag mal, hat mir das jetzt irgendwas gebracht? Oder war das jetzt einfach nur nett? Damit Elena mir sagen kann, wie toll ich bin. Ich bin mir auch eigentlich sicher, dass wir die Tür da öffnen können, aber irgendwie bricht er mir das ab. Also es ist jetzt nicht meine Unfähigkeit, einen Knopf zu drücken. Ich weiß ja, dass ich Quicktime doof bin, aber das macht er mir. Hier, ich halte fest, während du das Tor aufmachst. Okay. Ach so, ich muss... Okay. Was denn? Okay. Bereit? Okay, lass jetzt los. Langsam! langsam! Elena, wolltest du uns umbringen? So, da blinkt's ja heftig vor sich hin. Das heißt... doch, das ist, glaube ich, auch so eine Szene wie im Saal. Schnell dahin. Ach, um Himmels Willen. Ein Präzisionsgewehr. Die haben nämlich auch Präzisionsgewehre. Er ist da drüben. So. Das wird wieder so eine frustige Nummer. Ich sollte erst die Scharfschützen wegholen, ganz dringend. Wo denn? Oh, Nate. Bleib doch in Deckung. Das könnte saugefährlich sein, nicht in Deckung zu sein. Da vorne, die umrunden und umkreisen mich doch jetzt schon wieder. Das weiß ich. Ah, nein. Ah, das wird zu nah an mir. Warte mal, ich renne jetzt zurück. Au. So. Hier müsste ich halbwegs sicher sein. Ich glaube, ich sollte gar nicht vom Spiel aus hier sein. So, okay.
Okay, warte mal. Ah, die Grakunov ist alle. Hat gerade mal für die Scharfschützen gereicht. Der ist, glaube ich, tot. Ich hab's geschafft. Nein. Komm, ist okay. Ach, Mensch. Nein, 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 nein. Ich habe gesehen, dass der mich umrunden hier will. Was macht der denn? Der ist gegen Stein gefallen. So. Wo noch? Die Musik ist noch an, das heißt, hier ist noch irgendwo einer. Aber wo? Oder? Oder, liebe Leute, sagt mir was. M4. Immer gerne. Ah! Nein! Leute, es geht nicht. Na, alles klar. Da waren sie. Oh, warte mal. Wo denn? Ist okay. Da hinten. Okay, das sieht nicht gut aus. Ich versuche mich. Schlauerweise eigentlich, glaube ich, zu umkreisen. Zwei Stück mit Granatwerfer, das ist schon mies. Der lebt auch noch. Ich muss hier weg. So. Okay. Hat der gerade was von Gabe und Mildes? Den habe ich wirklich gut erwischt, muss ich sagen. Ja, gerade wo ich das mit dem Tor hatte, wolltet ihr nichts machen. Aber jetzt werft ihr mir gratis die Tipps hinterher. Nee, nee, ist okay. Ich will erstmal gucken, ob es schöne Schätze gibt. Ich sehe es da hinten nämlich blinken. Das ist doch ein Schatz. Das ist ganz sicher ein Schatz. Zack. Einen spanischen Goldkelch. Wir haben einen silbernen, einen spanischen, den bronzenen haben wir 100 Punkte verpasst. Ich weiß, dass ich in die Bibliothek soll spielen. Ich weiß das. Sag mal. Die haben doch... Okay. Entschuldigung, aber... Da das eine straight Storyline ist, glaube ich nicht, dass ich falsch laufen kann. Tada! Silberner Quatimundi. Nee, mehr wird hier nicht liegen. Dann wollen wir mal zu Sully. Sully Boy, I missed you so much. Ach, das ist wirklich so ein richtig toller Typ mit seinen Zigarren. Seine Zigarren würden mich aber, glaube ich, auch nerven. Hat das Ding keinen Haupteingang? Doch, aber da kommen wir nicht rein. Aber manchmal muss man ja erst den Haupteingang touchen, bevor man einen Nebeneingang finden darf. Ich wusste nicht, ob das hier so ist. Sie jobbt in einer kleinen Bar auf den Philippinen. Mann, ihr Lächeln war zum Herzerweichen. Aber oh, ich schwör's euch, die war so gefährlich, wie sie heiß war, wenn man sie betrogen hat. Die war so winzig, bestimmt nicht größer als 1,50. Sie nannten sie den Kreisel. Bist du bald mal still, alter Mann? Die Geschichte haben wir schon 10-mal gehört. Ah ja, habt ihr recht, Jungs. Muss wohl am Alter liegen. Warum zum Teufel brauchst du überhaupt so lang? Tja, ist dir vielleicht aufgefallen, dass die meisten Bücher halb verrottet sind? Und dazu auf Spanisch? Ja, ja, beeil dich. Der Boss wartet auf dich. Hey, da oben! Oh, Mist. Oh, Mist. Ja. Hey, da! What? Überall? Das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Geh doch mal runter. Nein! Oh. Stirb mal schnell. Bei den Laserpointer-Typen kann ich nämlich keine Scherze machen. Und ich mache hier Dönekes mit denen. Ah, das ist doch mies. So, nee, für den hat's nicht gereicht.
Das hat nicht gereicht. Dumme Granat-Heini-Fuzzi. Du machst die doch um uns rum, Elena. Machst du das? So. Schloch. Wo denn? Ich habe, glaube ich, die mit den Laserpointern halbwegs erwischt. Ah, von wegen. Dieser Pointer ist ätzend. Du gehörst mir. Wer sagt das? Der da hinten sagt das. Okay. Zack. Ein Laserpointer ist jetzt. Ja, ich hoffe es auch. Ich hoffe es auch. Ich meine, für Sully lohnt sich das immer, aber. Er könnte ja als. Wo er weiß, dass wir ihn retten, ruhig helfen. Oh. Wo denn, Elena? Ach so, auf dich kann ich mich ja nicht verlassen. Du ballerst ja wild in den Raum rein und triffst damit auch noch. Nee, das mag ich nicht. Einmal hier decken gehen, dann gucken wir mal. Ah, da unten. Das ist von hier nicht gut. Los geht's. Los geht's. Zack. Zeit. Für eine Leiche siehst du ganz gut aus. Hast die Kleine doch mitgebracht. Die Kleine? Hey, wenn sie nicht wäre, würden wir dich jetzt nicht befreien. Falls das überhaupt nötig ist. Was soll das denn heißen? Naja, Sully, merkwürdig ist es schon. Ja. Du gibst den Typen den Tipp. Und kehrst dann von den Toten zurück. Nicht so voreilig, klar? Roman hat Killer auf mich gehetzt. Ich musste Zeit gewinnen. Zugegeben, es war dumm. Ich dachte nicht, dass sie uns folgen würden. Sully, wir wären längst mit dem Schatz auf dem Heimweg, wenn du einmal in deinem Leben deine vorlaute Klappe gehalten hättest. Ja, und du hättest mal meinen Puls nehmen können, bevor du abhaust und mich zurücklässt. Gut, das ist jetzt alles egal. Und wie kommt es dann, dass du hier putzmunter unterwegs bist, hä? Das werdet ihr mir nicht glauben. Ah. Was? Sir Francis Buch hat dich beschützt? Ja. Yeah. Ich dachte, sowas passiert nur im Kino. Naja, verdammt wehgetan hat's trotzdem, glaubst du? Glaub jedenfalls, als sie merkten, dass ich noch lebte, machte ich Roman klar, dass er ohne mich nie an den Schatz kommt. Und seitdem führe ich sie an der Nase rum und warte auf dich. Und wo sind sie jetzt? Ah, hörst du, die Folgen meiner falschen Fährte hinter dem Kloster, das hält sie auf Trab. Hier. Drake hat alles rausgekriegt. Mit diesem Symbol markierten die Spanier ihre Geheimlager. Der Schatz ist hier, versteckt im Kloster. Wo das Symbol ist, da ist das Lager. Alles, was wir wissen müssen, steht hier. Alles Hinweise, die uns direkt zum Schatz führen, ist ein Kinderspiel. Prima. Wenn ihr beiden dann mit der Verbrüderung fertig seid, stehe ich aber nicht wieder alleine da, oder? Versuch's gar nicht erst, Sully. Ihr rechter Haken hat's in sich. Mag ich mir. Happy Family! Mehr als es den Anschein macht, bestimmt. Komme ich jetzt nicht mehr zum Reden, weil Sully wieder mit dabei ist? Denn Leute, wir sind schon weit drüber. Eigentlich hätte ich den Part beenden müssen. Was heißt müssen? Sollen. Vor der Schießerei. Aber wir haben jetzt Sully wieder. Elena ist jetzt offiziell anscheinend auch Blutsschwester der beiden geworden. Ja, Schwester für Nate jetzt nicht, aber Sully scheint sie jetzt instant auch gern zu haben, wo Nate gesagt hat, reiß dich zusammen. Ich finde das toll, ich mag alle beide sehr gerne. Ich bin auch gerne mit beiden unterwegs. Diese Folge haben wir Sully wiedergefunden, sagt. Wie findet ihr es, dass wir ihn jetzt wieder bei uns haben? Ich meine, viel hat man ja noch nicht von ihm erfahren, schon klar. Aber er ist ein töfter, cooler Typ. Ist einfach so. So, jetzt mache ich Pause. Und für diese Aufnahmesession ist auch Schluss. Nächstes Mal gucken wir uns an, was hier in der Bibliothek so abgeht. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag.